Herr Höcke ist mit einer Delegation der AfD nach Israel gepilgert und da hatte sich ein Journalist eingeschlichen, undercover, und der hat nun Sensationelles berichtet, was die AfD-Leute so sagen, wenn sie sich unbeobachtet glauben und unter sich sind. Da sagte einer, unsere Flüchtlinge seien Invasoren, furchtbar, rechtsradikal, unvorstellbar. Nur ist es doch die schlichte Wahrheit, dass einige dieser Leute sich als Invasoren sehen und sich als Invasoren aufführen. Und dieser Mensch bekannte sich auch noch zu Herrn Höcke, was offensichtlich also noch ein weiteres Signal von Rechtsradikalismus ist. Dabei ist Herr Höcke mit der AfD völlig konform. Selbst Herr Meuthen lädt Herrn Höcke ein zu Wahlkampfveranstaltungen. Herr Höcke hat vielleicht sich manchmal ungeschickt ausgedrückt, aber er hat doch zum Beispiel nur gesagt, die Afrikaner sind lebenslustige Leute und kriegen mehr Kinder als die Europäer. Das ist doch nicht völlig richtig. Ob das nun genetisch bedingt ist oder so, darüber kann man streiten. Die Mentalität der Afrikaner, das etwas leichtlebigere, ist ja wohl genetisch bedingt. Und das führt dann eben auch dazu, dass man Kinder zeugt, auch wenn man nicht sicher ist, dass man ihnen das Studium finanzieren kann. Das ist heute auch nicht mehr möglich, weil nötig, weil es die Deutschen bezahlen. Aber theoretisch an sich überlegt ja jemand, bevor er Kinder zeugt, kann ich das auch finanzieren. Und das ist eben der Unterschied. Deswegen bekommen die mehr Kinder als die Europäer. Und die Europäer sind nun schuldbewusst. Die sind ja generell schuldbewusst bei allem. Wenn ein Clan hier, ein arabischer Clan, seinen Straßenzug verteidigt und den Polizisten erklärt, haut ab, also mit ordinäreren Worten, auch noch Beamtenbeleidigung, das ist unsere Straße, das ist Landfriedensbruch. Dafür hat man früher am Galgen geendet. Müssen dann die Leute ja nicht alle gleich aufknüpfen, aber das einfach hinnehmen, ist doch ein völlig unmöglicher Zustand. Und von solchen Leuten, das sind Besatzer. Das ist eine kleine Truppe eines feindlichen Heeres, die hier schon mal Land in Besitz genommen haben. So kann man das doch zumindest sehen, wenn die sagen, ja, Gottesgeschenke, die machen ein bisschen Rauschgifthandel, ruinieren und zigtausend deutsche junge Menschen, aber dafür verdienen sie ja gut Geld. Gut, es wird nicht versteuert, weil Steuern zahlen die ja nicht und so. Das ist ja alles atemberaubend irrwitzig, was sich in Deutschland abspielt. Aber das besonders schlimm ist eben, wenn man sich vorstellen würde, dass Frau Merkel ein Todfeind der Deutschen ist, könnte sie keine geschicktere Politik machen, um Deutschland zu ruinieren, als sie macht. Das passt eben leider alles zusammen. Die Haftungsübernahme in der EU, die Vernichtung des Vermögens der Deutschen. Wir stehen ja in der EU sehr schlecht da, je nachdem, wie man das Vermögen berechnet. Nun wird ja bei den Deutschen jetzt die Sozialleistungen werden dazugerechnet, nur die werden ja auch zwangsläufig immer geringer werden und insofern wird es schwierig, da zu berechnen. Nur wir stehen also ganz, ganz weit unten in der Vermögensskala. Wir sind mit die ärmsten Menschen in der EU und darüber wird hinweggetäuscht. Die Luxemburger haben im Schnitt zehnmal so viel Vermögen. Selbst die Zyprer haben dreimal so viel Vermögen im Durchschnitt, die Griechen doppelt so viel, die Franzosen dreimal so viel. Deutschland ist ausgeblutet und verarmt und das betreibt ja Merkel mit großer Energie und Leidenschaft. Und genau das würde natürlich ein Todfeind des deutschen Volkes auch so machen. Auch ein Todfeind des deutschen Volkes könnte ja nun nicht einfach sagen, zu Erdogan marschier ein, es ist euer Land. Dann würde also selbst ja die CDU das nicht mitmachen. Auch der müsste also vorsichtig sein, Stück für Stück. Aber das macht sie. Zum Beispiel ihre Aussage, Obergrenze gibt es nicht.
nicht, es, die Sachsforce darf nie wieder passieren, dass 2015 hier Millionen reinkommen. Aber wenn wieder 5 Millionen vor der Tür stehen, die letzte reine, sagt, es war Notfall. Und im Grundgesetz steht keine Obergrenze. Sie verhält sich, wie ein Todfeind sich verhalten würde, raffiniert. Und das ist das Beklemmende. Kann man noch weitere Beispiele dazufügen? Dieses Verniedlichen des Problems, indem man also sagt, wir sollen also Blockflöte spielen und mehr in der Bibel lesen, dann könnten wir die diffusen Ängste vor dem Islam überwinden, als wenn die AfD nun Sorge hat, dass die Deutschen zu wenig bibelfest sind, um dem Widerstand zu leisten. Nein, es geht um ganz materielle militärische Auseinandersetzungen. Und wie leicht es schon heute wäre, Bürgerkrieg anzufangen, hat ja Köln gezeigt und vor allen Dingen Köln in diesem Jahr. Nicht? Obwohl die wussten, dass Polizeipräsenz da ist, sind die gekommen, weil sie also zeigen wollten, die sind stärker. Zurzeit kommen sie unbewaffnet. Warum? Weil man in Deutschland unbewaffnet viel bequemer etwas erreichen kann, als wenn man mit Waffen kämpft. Aber wenn sie jetzt irgendetwas, beispielsweise eine Versammlung einer Partei, die ihnen nicht genehm ist, wenn sie die komplett also ausrotten wollen würden, würde es genügen, wenn sie 10.000 Leute bewaffnet zusammenkommen an einer bestimmten Stelle und dann wird also Ratzeputz veranstaltet. Die Menschen sind alle ermordet, aber keiner weiß, wer war es von den 10.000. Und die Lehre dann bei der deutschen Justiz ist es so, alle wieder auf freien Fuß gesetzt und bis zum nächsten Event. Das ist die Situation, die wir haben. Nein, wir sind, der Bürgerkrieg rückt leider immer näher. Und ich muss noch mal daran erinnern, das Konzept über ethnische Fragen überhaupt nicht zu sprechen. Dieses Konzept hat Jugoslawien in den fürchterlichen Bürgerkrieg getrieben. Das heißt, ethnische Auseinandersetzungen können natürlich sehr wohl zu mörderischen Auseinandersetzungen entarten. Aber das Rezept, einfach über ethnische Fragen nicht mehr zu reden, ist eben nachgewiesenermaßen falsch. Man muss die ethnischen Fragen offen aussprechen, dann hat man eine Chance, hier zu friedlichen und vernünftigen Regelungen zu kommen.